Aber nicht jetzt wegen der, weil wir so punktemäßig beieinander liegen. In der Zwischenzeit hatten wir das Gefühl, es liegen ganz, ganz viele Mannschaften punktemäßig beieinander. Wir hatten mal Abstand auf ein paar Mannschaften, aber wenn du natürlich keine Punkte holst, entsprechend über ein paar Wochen, dann kommen die alle näher. Und dann ist es natürlich noch so gewesen, dass jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt sehen, jetzt verliert Union in Fürth, sonst wäre Union ja schon vorbei gewesen. Was anderes Spiel, Frankfurt schlägt Leverkusen, sonst wäre die ganz weg gewesen vorne. Das ist ja auch diese Dichte, wenn du jetzt Frankfurt spielen siehst, wieder, mit welcher Energie, das ist brutal, wie die gegen Leverkusen gespielt haben, wie einige drauf sind. Hoffenheim jetzt. Eben jetzt läuft es noch rein mit den Ergebnissen, dass ich so ein Spiel wie am Samstag dann gewinne. Oder eigentlich nicht gewinnen kann, aber sie gewinnen es. Weil mir darf mehr dafür schießen und Chancen nicht nützen. Also, es ist brutal eng. Es ist brutal eng. Und jetzt hat Fürth halt mal zum Beispiel ein enges Spiel gewonnen. Die hat München schon drei, vier brutal enge Spiele, Bochum, Frankfurt, wo die verloren habe und jetzt habe sie mal ein enges Spiel gewonnen. Auch bei uns beim 3-1, das war nicht so, dass wir jetzt da klar besser waren. Wir waren schon besser, aber nicht so viel. Sehr spannend. Bochum sammelt die ganze Zeit Punkte. Hat schon 20 Punkte. Ist echt total spannend. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder so sein, alles ist spannend, außer Bayern München. Oder irgendwie gefühlt. Ist dann alles jeder gegen jede und dann ist halt Dortmund Zweiter und Leverkusen Dritter und was weiß ich, wer da noch alles dann da oben steht am Ende. Dann aber doch nicht punktemäßig eng beieinander. Und Bayern wird wahrscheinlich weg sein. Town to town.